Aber ganz in Georgia, ein Urlaub in Georgien ist nicht vollständig, wenn Sie nicht Khinkali probiert haben, ein typisches Gericht der georgischen Küche. In dieser Ausgabe von Taste werden wir mit Hilfe eines Khinkali-Kochs die Geschichte, Zubereitung und Esstechnik untersuchen. Khinkali war traditionell ein Gericht von Schäfern und Hirten in den Bergregionen. Dann wurden die gekochten Teigtaschen immer beliebter. Normalerweise gibt es sie in spezialisierten Restaurants wie im Tsiskvili in Tiflis. Die mit Fleisch gefüllten Teigtaschen erinnern an Ravioli oder Maultaschen. Wo kommen Khinkali her? Khinkali sind ein georgisches Gericht, das vor vielen Jahren in den Bergen entstanden ist. Es wurde schnell zum Lieblingsessen einer ganzen Nation. Heute kommen viele Touristen extra nach Georgien, um echte Khinkali zu probieren. Wie werden Khinkali gekocht und aus welchen Zutaten sind sie gemacht? Zuerst machen wir den Teig, dann füllen wir ihn mit Hackfleisch vom Schwein und Rind sowie verschiedenen Gewürzen. Die Teigtaschen werden verschlossen, in kochendes Wasser gelegt, in 7 Minuten sind sie fertig. Khinkali zuzubereiten erfordert großes Fingerspitzengefühl und viel Übung. Die Teigtaschen gibt es mit Lamm-, Rind- und Schweinefleischfüllung. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten, denn Khinkali können auch mit Käse und Pilzen zubereitet werden. Zwar dauert das Kochen nur wenige Minuten, doch für die Zubereitung braucht es etwas länger. Organisation ist das A und O, wenn in einem Restaurant jeden Tag hunderte Khinkali zubereitet werden. Und Geschick, wenn es ums Essen geht. Die Herausforderung besteht darin, keinen Tropfen des leckeren Saftes zu vergeuden. Der Teller soll möglichst trocken bleiben. Deshalb ist beim Essen Methodik gefragt. Wie isst man Khinkali? Zuerst beißt man hinein, dann trinkt man den Saft. Und der schmeckt wirklich gut.